damit hallo und herzlich willkommen wieder zurück. Und ja, sorry, dass es diese Woche nicht so geklappt hat, da habe ich jetzt ganz schön erwischt. Von daher musste ich leider ein bisschen kürzer treten. Aber wir haben es nur noch geschafft, zumindest eine Folge für diese Woche zu machen. Der Rest kommt dann nächste Woche entsprechend. Und warum ist es jetzt nachts? Eigentlich spielen wir ja nicht nachts, aber ich wollte euch das einfach mal zeigen, wie genial das hier gerade so aussieht, ne? Mit der Brücke und dem Mond. Wird übrigens bald Tag. Ja, und da auch entsprechend. Aber wir gehen jetzt mal ins Bettchen, dass nicht zu viele Mobs spawnen. Und dann werden wir mal schauen, dass wir da entsprechend was vorbereiten. So. Ja, ich glaube, wir waren noch beim Haus, ne? Ja. Ja. Ich glaube, beim Lager. Mhm. Noch einmal, dass es nicht überrannt wurde. Hier ist ja eigentlich alles hell. Das heißt, hier sollten nicht zu viele Mobs rumrennen. Ja, mal so ein bisschen gucken. Gehen wir einfach nach oben. Genau. Genießen die wunderbare Aussicht. Herrlich sieht das aus. So, ich sehe auch keine Gegner. Das ist eigentlich ganz okay. Da hinten ist ein Schweinchen, oder? Ja, ein Schwein. Die sehen irgendwie komisch aus, die Schweine, muss ich sagen. Also so richtig hübsch finde ich jetzt nicht. Schade, dass die Sichtweite auf dem Server halt immer so gering ist, ne? Das merkt man dann, finde ich, gerade bei so einer Mod. Das ist halt echt ein bisschen schade, aber lässt sich auch nicht noch höher schrauben. Nee, alles okay. Okay, super. Das heißt, dann kann ich aber... ich habe keine Axt dabei. Habe ich irgendwas dabei? Okay, ich mach mal schnell eine... Ja, wobei, nee, brauchen wir nicht. Weißt du was? Das war so klar. Das war so klar. Na egal. So, dann gehen wir jetzt erstmal nach... Oh, warte mal. Genau, dann sieht es gleich besser aus. Und dann gehen wir mal nach oben und werden uns mal schnell eine Axt machen, denn Holz werden wir garantiert wieder brauchen. So. Hatte ich nicht Knochen mehr? Ich glaube, ne? Hm? So. Schön drumrum ums Bäumchen, genau. So, Eisen müsste, glaube ich, da, genau, wunderbar. Sehr schön. Ah, die Spitzhacke reicht noch. Ich habe immer überlegt, ob ich die Spitzhacke austausche, aber pff, nee, das passt schon. So, das brauchen wir jetzt erstmal gerade nicht. Genau so. Ist jetzt der Launcher hat sich jetzt geändert. Am PC der Java-Version. Jetzt kann man praktisch Dungeons und das hier über einen einzigen Launcher starten. Und der warnt einen jetzt auch am Anfang. Also man kann das deaktivieren, aber... So krass, ey. So viel Zeugs. Wahnsinn. Hammerhart. Aber wir müssen jetzt mal gucken, dass wir vielleicht das hinkriegen, dass diese Bäumchen hier wachsen. Ich würde das gerne haben. Ja, das wäre schon ganz wichtig, weil ich möchte diesen Tunnel oder wie auch immer. Wir können ansonsten, warte mal. Wir versetzen es einfach nochmal ein Stück. Hä? Sind die jetzt... Okay, ich wollte gerade sagen, so, hä? Was ist da los? Tropenbaumsetzling, warum ist denn der... Also er ist schon größer, aber noch nicht groß genug. Okay, das ist interessant. Interessant, würde ich sagen. Ja, aber wächst nicht. Wahrscheinlich, weil nicht genügend Platz ist. Das heißt, wir werden diese Liane hier abmachen müssen. Das heißt, ich kletter an der hier hoch, mache die da drüben ab. Genau.
Ah, es wird natürlich super, weil ich jetzt mich selbst dann praktisch. Okay, das haben wir ab. Hoffentlich kommen wir hier irgendwo wieder hoch. Ja, nicht so richtig. Das könnte schmerzhaft werden. Ah, wobei. Guck mal, geht doch. Wunderbärchenhaft. Genau, und zwar, jetzt müssen wir mal schauen. Das müsste ja dann die hier sein. Okay, die haben wir. Noch eine? Ja, die da vorne, okay. Die kriegen wir auch noch. Das wird am einfachsten. Ja. Okidoki, dann mal runter, mal schauen. Halt. Wo kommt die her? Genau. Ha, super. Siehst du, noch eine gesehen gehabt, die dann wahrscheinlich alles wieder entsprechend kaputt gemacht hätte. Na, das wollen wir ja nicht. Okay. Okay, Tinte. Warum auch immer da Tinte jetzt ist. Egal. Ich habe echt immer so Panik, dass gleich so ein Skelett um die Ecke kommt. Jetzt hoffe ich natürlich wirklich, dass es funktioniert, weil sonst ist das ganze Knochenmehl weg, aber naja, garantieren kann man das eh nie. Ne, das funktioniert nicht. Mist. Können höchstens gucken. Ja, genau, wir versuchen das mal hier vorne. Ja, versuchen wir das sonst mal hier hinzusetzen. Genau, machen wir das mal. Habe ich noch Erde dabei? Ja, super. Ja, schnell auftauchen. Aber vorsichtig. Das wollen wir nicht. Nicht ertrinken, das wäre schlecht. Schlecht fürs Geschäft. So, ich denke, so geht das. Na gucken, vielleicht haben wir jetzt Glück und der Baum wächst. Dann kann ja auch so ein kleinerer Baum werden. Aber das wäre schon gut. Das würde mir dann auch reichen. Wenn das jetzt so wächst, dann wäre das auch okay. Aber mal schauen. Wir haben vielleicht Glück, vielleicht auch nicht. Wer weiß das schon. So, wird schon wieder dunkel auf jeden Fall. Es geht aber viel zu schnell, ne? Achso, wir sollten vielleicht mal was essen. Haben wir noch? Ah, okay, aber wir können ja gleich mal hier Brot machen. Oder holen uns einfach neue Melone. Genau. Das wäre vielleicht auch so eine Alternative. Super. Schönes Essen. Ach, sehr gut. Wunderbar. Ich weiß bloß nicht, ob das Holz da noch reicht. Ja, wir müssen das Dach halt noch fertig machen, ne? Genau, damit es endlich mal hübsch aussieht. Und ich glaube, ein paar Truhen fehlten da auch noch. Aber das machen wir dann einfach ganz entspannt beim nächsten Mal.